Hallo meine lieben Löwen und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Für die, die zum ersten Mal hier sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Karten an für das Jahr 2023, lieber Löwe. Wir schauen uns an dein Hauptthema. Welche Energie begleitet dich für das Jahr 2023? Wir schauen uns auch an der Rat der Karten, das heißt, auf was sollst du Acht geben im Jahr 2023? Was solltest du vielleicht tun? Und wir schauen uns noch, was liegt in deinem Schatten an? Das heißt, was liegt im Verborgenen? Was ist dir nicht bewusst und solltest du vielleicht mehr Beachtung schenken? Lieber Löwe, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, nimm wirklich nur das, was passt. Hör auf deine Intuition. Du wirst genau spüren, welche Botschaften für dich sind und welche nicht. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch an, lieber Löwe, dein Hauptthema, deine Hauptkarte. Gleich zwei. Schön. Mach immer das Beste aus dir. Schön, ist eine süße Karte. Ich hoffe, ihr seht es. So ein Seepferdchen und eine Meerjungfrau. Hol immer das Beste aus jeder Situation heraus. Verzweifle nicht, auch wenn vielleicht etwas mal nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast, hast du immer mehrere Möglichkeiten, als du denkst. Behalte das im Kopf, mach immer das Beste daraus. Aus jeder Situation kannst du eine Lösung finden. Vertraue deinem Verständnis. Vertraue auf deine Fähigkeiten, vertraue auch auf die Talente, die du hast, vertraue darauf, vertraue auf deine Gefühle, also vertraue wirklich dir selber und zweifle nicht. Und ich nehme auch ganz fest wahr, falls du jemand bist, der extrem perfekt sein will, aber übertrieben, dann hör auf damit, weil die Möglichkeiten, die du in dir hast, vertrau darauf, weil das wird reichen. Ganz klar. Deine Energiebotschaft für das Jahr 2023. Jetzt schauen wir uns noch das Hauptthema an mit dem Tarot. Was ist das Hauptthema für dich, lieber Löwe? Dein Hauptthema 2023, deine Hauptkarte für das ganze Jahr. Oh, vier der Stäbe. Ich mag diese Karte, weil das symbolisiert immer, dass man etwas aufbaut, ein Fundament. Man schafft es, eine Stabilität herzustellen. Das kann eine Stabilität zwischen zwei Personen sein. Falls du in einer Beziehung bist, hast du die Chance, die Verbindung zu vertiefen. So ein richtiges Fundament aufzubauen, vielleicht sogar etwas gemeinsam zu erwerben, eine Immobilie. Sehe ich auch für einige. Und für andere, falls Beruf mehr dein Thema ist, dass du dich hier wirklich verwirklichen kannst im Beruf. Weil vierte Stäbe ist wirklich, das, was du tust, ist stabil. Du baust etwas auf, was Halt hat. Es hat wirklich eine Grundlage und darauf baust du. Und meistens vierte Stäbe, nachher kommt der Erfolg. Aber du musst zuerst, die Basis muss sehr stark sein. Egal, was du hier vorhast, sei es eine Weiterbildung oder du willst selbstständig etwas tun, dann musst du wirklich aufbauen. Das Thema aufbauen, extrem stark. Auch in der Liebe das gleiche Thema. Nähe aufbauen, Thema einfach den nächsten Schritt wagen, eine Verbindung. Einige von euch werden vielleicht sogar das Thema Heiraten angehen oder einfach die nächste Ebene für die Beziehung. Wenn du Single bist, kann es wirklich sein, dass du auch dein eigenes Fundament aufbaust oder dass du jemanden begegnen wirst, wo du die Chance hast, etwas Unglaubliches aufzubauen. Schöne Karte. Schauen wir noch mit den kleinen Karten etwas genauer rein. Löwe, warum vierte Stäbe? Sehr gutes Hauptthema, finde ich ganz toll. Ja,
Ich glaube, du hast das zwar im Fokus, aber ab und zu kommt so ein bisschen der Selbstzweifel mit zwei der Schwerter. Vielleicht der Selbstzweifel, es geht zu langsam. Selbstzweifel, du musst dich entscheiden, aber lass dich nicht beirren. Bau am Fundament, das ist die Basis. Und von dieser Basis her kannst du nachher alles erreichen. Ja, schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat der Karten? Was solltest du tun, lieber Löwe? Was solltest du tun? Was solltest du tun und beachten? 2023, deine Botschaft bitte. Ja. Drei der Schwerter und acht der Stäbe. Lass Enttäuschungen und Herzschmerz los. Einige von euch haben es vielleicht mit Liebeskummer zu tun. Oder irgendetwas liegt schwer auf eurem Herzen. Lasst das los und spricht auch darüber. Spricht über euren Kummer, über eure Gedanken, das, was an eurem Herzen nagt, unbedingt. Acht der Stäbe ist auch eine Karte zum Vorwärtsgehen, aber sich auch mitteilen. Das heißt, teile dich mit. Falls du das Gefühl hast, du kannst irgendetwas nicht überwinden und etwas nagt an dir, dann teile das mit. Teile das deinem Partner mit oder deinen Mitmenschen. Weil dann kannst du es auch besser verarbeiten. Dieser Ballast, das, was auf deinem Herzen liegt, das kann auch eine alte Enttäuschung sein. Das musst du loslassen. Aber schauen wir noch genauer rein, lieber Löwe. Warum drei der Schwerter? Ja, kann bezüglich eines Feuerzeichens sein. Vielleicht auch jemand, der dich enttäuscht hat, wo du mehr erwartet hast. Kann auch natürlich, vielleicht hattest du mal eine Affäre mit dieser Person. Und das nagt an dir noch. Ich nehme aber auch wahr, vielleicht nagt es an dir auch eben, dass es zu wenig schnell geht. Aber hör auf damit. Lass die drei Schwerter los. Du bist Löwe. Löwe ist ein Zeichen, die können aus dem Herzen her entscheiden und leben. Und das brauchst du. Du musst aus dem Herzen leben. Der Löwe braucht das. Der muss auch seinem Herzenswunsch folgen, sonst ist er unglücklich. Also viel unglücklicher als jetzt andere Sternzeichen. Die haben das ganz, ganz extrem. Und auch der Löwe neigt auch dazu, wenn er nicht aus dem Herzen her leben kann, dass er frustriert wird. Vielleicht sogar in Richtung, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen wie böse wird. Also nicht mit Absicht, aufgrund der Frustration. Darum unbedingt die drei Schwerter aus dem Herzen ziehen, weil du musst nach deinem Herzen leben. Das ist dein Sternzeichen. Du bist dafür bestimmt, nach dem Herzen zu leben. Viel mehr als andere jetzt. Schauen wir mal acht der Stäbe, entschuldige. Ja, Stabilität, König der Münzen. Wirklich, schau Stabilität, auch Finanzen. Du kannst nicht nur einfach tun und unüberlegt handeln, sondern auch finanziell, auch falls jetzt Beruf dein Thema ist, vor allem Finanzen im Auge behalten. Unbedingt. Und du musst halt nicht alles sofort haben, wenn jetzt etwas teuer ist. Überlege gut, weil du hast einen wachen Verstand hier und du findest Lösungen. Vielleicht hast du einen kleinen Umweg. Einfach Finanzen müssen stabil bleiben. Ganz wichtig, nicht zu schnell handeln, auch wenn es dir schwer fällt. Auch wirklich über die Probleme oder über den Ballast sprechen, der auf deinem Herzen liegt. Schauen wir mal weiter, lieber Löwe. Was ist denn im Schatten? Was liegt im Verborgenen? Was ist dir nicht bewusst, 2023? Kommunikation. Zehn der Stäbe. Du musst klarer kommunizieren, was du willst, was du dir wünschst und mehr Klarheit schaffen. Weil hier, du hast die Chance, um Klarheit zu bekommen, sei das in der Liebe,
oder im Beruf. Ich habe 4 Seti-Karten. Du hast die Chance für Klarheit und Kommunikation. Das ist dir nicht bewusst, dass du auch diese Chance vielleicht ergreifen solltest. Mehr kommunizieren, ist noch zu wenig da. Entweder teilst du dich vielleicht zu wenig mit oder du schluckst zu viel runter. Ich habe das Gefühl, viele schlucken ihre Bedürfnisse runter und möchten Konflikte vermeiden. Aber du musst Kommunikation, irgendwo fehlt die Kommunikation. Entweder in der Liebe oder im Beruf. Klarheit schaffen. Weil hier liegt noch ein Ballast, der blockt dich. 10 der Stäbe. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, dass hier noch vielleicht auch Altlasten sind. Das kann eben Thema Kommunikation sein. Und wenn ich jetzt sage Kommunikation, meine ich jetzt nicht nur von sich reden, sondern richtige Kommunikation. Kein Monolog, du weißt, was ich meine. Wirklich richtige Kommunikation. Weil dann kannst du auch diesen Ballast loswerfen, weil hier ist noch ein Ballast. Den musst du noch beseitigen. Das kann aufgrund einer Person sein oder Situation. Fühlt sich ein bisschen, hast du schon länger, habe ich das Gefühl? Ja, ich habe das Gefühl, fühlt sich nach aufgestautem Ballast an. Den schleppst du schon länger mit dir rum und hast ihn einfach unter den Teppich gekehrt. Ist noch da, musst du wegwerfen, also loswerden unbedingt. Weil das könnte dir noch zum Verhängnis werden sonst. Schauen wir mal, Ass der Schwerter. Ja, kann sein, dass du ein Gespräch führen solltest mit einem Luftzeichen, das heißt Wassermann, Zwilling, Waage. Und zwar auch ein sachliches Gespräch. Falls Beruf dein Thema ist, vielleicht auch Verhandlungen. Vielleicht auch über Kompromisse, über Lösungen. Richtig sprechen, kommunizieren, Businessplan erstellen. Vielleicht hast du gar, willst du etwas im Beruf erreichen, aber du hast null Plan, wie. Du hast vielleicht ein Ziel, aber du weißt gar nicht, wie du dahin gelangst. Da musst du über den Plan sprechen. Strategie. Auch in der Liebe immer offene Kommunikation. Jemand muss noch an der Kommunikation arbeiten. Schauen wir mal. Und du hast große Chance dazu, 2023 eben diese Kommunikation zu steigern, zu verbessern. Dass das ein ganz neues Level auch erreichen kann. Ja, irgendetwas aus der Vergangenheit. 5 der Kelche, wie ich bereits gesagt habe. Irgendetwas in der Vergangenheit. Entweder war es eine Enttäuschung, etwas ging schief oder es war etwas mit deinem Partner oder mit einer Vergangenheitsperson und das nagt noch an dir. Du musst hier wirklich zu einem Abschluss kommen, weil die Energie ist noch an dir, haftet noch an dir. Ja, sehr interessant, lieber Löwe. Schauen wir mal weiter. In Kürze, also kurz und knapp, was musst du wissen, was könnte auf dich zukommen? So das Wichtigste für dich. Löwe, bitte, 2023, was könnte auf dich zukommen? Königin der Schwerter, Luftenergie wieder. Vorbereitung für Gespräche, für Entscheidungen. Auch, ich sage immer, das ist so eine Karte, wen oder was will ich noch in meinem Leben haben? Was hindert mich am Vorwärtskommen? Kann auch sein, schon wieder 5. Kelche, das hier Thema, das könnte sein, dass ein Luftzeichen auch ein Thema wird und welches dich auch enttäuscht hat. Du hast vielleicht mehr erwartet. Muss aber nicht sein. Es kann wirklich auch sein, dass du diese Luftenergie annimmst und du wirklich überlegst, wie bekomme ich das Gefühl vom 5. Kelche? Wie kann ich das verschwinden lassen oder lösen, besser gesagt? Weil du willst das Neue, das Schöne, aber in der Energie hängst du noch an irgendeinem Problem fest. Könnte auch sein, dass du das ansprechen möchtest, dass du darüber sprechen willst. Über das, was war. Königin der Schwerter. Oh, ho, ho.
könnte Thema Ausland auch betreffen oder diese Person kommt aus dem Ausland. Muss aber nicht sein, vielleicht hat sie auch eine andere Nationalität. Oder es dreht sich ums Ausland. Natürlich jetzt nicht für alle. Bei einigen sehe ich wirklich, ihr möchtet nicht mehr den gleichen Dings, wie sagt man, ja, von der Energie her, also ihr wollt nicht in einer Spirale festsitzen. Ihr möchtet raus aus der Spirale. Ihr möchtet einen neuen energetischen Kreislauf starten. Es soll sich etwas ändern und das überlegt ihr wie. Warum 5. Kelche? Ja, Zweifel, Ängste. Ja, ihr habt vielleicht auch Angst, dass sich diese Dinge wiederholen aus der Vergangenheit. Entschuldige, dass sich Dinge wiederholen. Ihr wisst nicht weiter. Schauen wir weiter. Wie geht es weiter? Löwe-Energie bitte. Löwe, mit was müsst ihr rechnen? 2023. Hoch. Bisschen viel. Mit was müsst ihr rechnen? Löwe bitte. Mit was müsst ihr rechnen? Oh ja, sehr gut, die Welt. Irgendetwas Schönes entsteht. Mhm. Ihr werdet es schaffen, diesen neuen Kreislauf anzugehen und den alten abzuschließen. Aber wird nicht einfach, wird wahrscheinlich für einige eine Tortur oder wie man dem sagt. Aber ihr werdet es schaffen, weil hier die Welt eine, wie soll ich sagen, eine neue Ära beginnt. Ein neuer Kreislauf, eine neue Energie. Das Alte lässt ihr zurück und ihr startet neu. Kann auch sein, dass es eben mit Ausland verbunden ist oder das Thema Ausland wichtiger sein wird, als du denkst. Kann auch sein, dass durch eine Reise du einen Abschluss findest und dass sich durch diese Reise der neue Kreislauf beginnt. Weil hier mit der Herrscherin, also alle, die nicht schwanger werden wollen nächstes Jahr, ein bisschen aufpassen, weil kann auch neues Leben entstehen hier. Schwangerschaftsenergie, neue Seele hier. Muss aber nicht unbedingt eine Person sein, die hier neu geboren wird. Das kann auch ein Projekt sein, was neu entsteht. Oder ihr kommt so in eure Mitte an und wisst, ihr seid angekommen. Das, was zu euch gehört, kommt. Es braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit der Reife. Etwas Schönes kann hier entstehen. Könnte mit einer neuen Person sein oder eben mit einem neuen Projekt. Mit einer Vision. Schöne Energie. Vielleicht wollt ihr sogar auswandern. Schauen wir mal. Ich glaube, viele haben momentan das Thema Auswandern irgendwie. Die Welt. Warum die Welt? Warum die Welt? Ja, du folgst deinem Herzen. Sehr gut, lieber Löwe. Genau das solltest du tun. Die Hohe Priesterin. Ermahnung, folge deinem Herzen, folge deiner Bestimmung. Und das tust du. Und darum kommt die neue Energie. Kann auch sein, ich sage immer, es ist auch ein Vorbote für Seelenpartner. Falls du Single bist, könnte sein, dass du nächstes Jahr die Energie hast, dass du bereit bist für deinen Seelenpartner. Und ich sage jetzt, Seelenpartner, der für dich in diesem Leben bestimmt ist. Weil man hat ja mehrere Seelenpartner, aber die meisten sind ja nur karmische. Die sind einfach da, um etwas zu lernen, also eine Lernaufgabe. Die trifft man nur und muss etwas daraus lernen. Und hier aber wirklich eine Verbindung, die für dich bestimmt ist, für dieses Leben. Eine Verbindung, die bleibt. Kann aber auch einfach eine Bestimmung sein. Muss kein Mensch sein in dem Sinn. Königin der Kelche. Könnte ein Wasserzeichen sein.
Ja, starke Intuition. Vielleicht sogar Spiritualität. Falls nicht so spirituell bist, könntest du vielleicht feinfühliger werden im 2023, als du denkst. Nehmen wir noch eine. Warum die Herrscherin? Glück. Du hast Glück. Ja, großes Glück, nehme ich wahr. Also, lieber Löwe, ganz, ganz wichtig. Kommunikation, wichtiges Thema 2023. Du musst dich mitteilen. Viel, viel, viel besser. Und kein Monolog, weil der Löwe, das ist leider meistens eine kleine Schwäche, neigt dazu, ein bisschen einen Monolog zu führen. Und der Gegenüber hört gar nicht zu. Ist auch nicht warum, die ziehen das irgendwie an. Schau wirklich, dass es ein bisschen vom Gespräch her Ping-Pong ist dann, dass auch der Gegenüber Raum bekommt. Auch energetisch, dass ich auch mitteilen kann. Aber du musst dich klarer mitteilen, trotzdem noch. Du nicht durch die Blume, aufhören mit durch die Blume nächstes Jahr. Klar. Sprechen, was du willst. Und hab Vertrauen. Hab Vertrauen und sei auch offen für kleine Umwege. Und finanzielle Stabilität nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Finanzielle Stabilität. Da musst du ein Auge drauf haben. Du musst noch nicht alles haben. Also weil, wenn du jetzt zum Beispiel entscheiden möchtest, eine neue Garderobe, dann fang Step by Step an. Also weißt du, was ich meine? Schauen wir mal, Liebe, was kommt in der Liebe 2023? Oh ja, Finanzkarriere. Bisschen zu viel, Liebe. Eine bitte, ja. Ja, Karriere und Finanzen. Achte dich darauf. Ist wichtig für dein Liebesleben. Schaut, ich nehme auch Finanzen, sonst könnte es Streit geben, wenn Finanzen, wenn man nicht über die Finanzen spricht, könnte es Streit geben. Teile dich auch mit. Erzähl auch, was du Beruf machst, was du beruflich machst, was du dir wünschst, was möchtest du erreichen. Natürlich nur, wenn das dein Thema ist. Für die, die Single sind, könnte es sein, dass du durch den Beruf deinen Herzensmenschen kennenlernen wirst. Und hab Vertrauen. It is safe for you to love. Du darfst dich mitteilen. Keine Angst. Also 2023, ganz wichtig, Kommunikation bei dir. Ja, lieber Löwe, danke dir fürs Zuhören. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.